Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zurück zu Mario Kart DS. Ja, Level 6 der Rennmissionen. Und wie ihr gesehen habt, habe ich bereits 3 Missionen schon gemacht. Das liegt daran, ich hatte zwar die Aufnahme gestartet, aber mein Mikro war noch gemutet. Deswegen können wir zumindest die ersten 2 Dinger schon mal... Oh, ich habe mich sogar verbessert. Die ersten 2 Dinger eigentlich nur einmal schnell machen. Und dann konzentrieren wir uns wieder ab Level... Ja, Mission 6-3. Okay, wenigstens noch ein paar erwischt. Hier muss man 15 Rocky-Schraubenschlüsse oder wie die Viecher auch immer heißen. Ach, herrje, oje, oje. So, zack. Das ist die 10. Und wo haben wir denn... 14, einen noch. Zack. Okay, da habe ich mir unnötig viel Zeit gelassen, aber gut. Ich habe wenigstens schon mal einen Sternrang vorgelegt. Sammle die 30 Münzen ein. Okay. Ja. Das ist hier ein bisschen ätzend, die Mission, sage ich mal. Zumal man hier wirklich perfekt fahren muss, um einen Sternrang zu kriegen. So. Ja, wenn man dran vorbeifährt, kann man es eigentlich schon vergessen. Deswegen... Ja, oder einen Fehlstart kann man eigentlich auch den Rest vergessen. Eins. Lol. Drei. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das wird hier eh wieder vorgespult werden. Oder zumindest so weit rausgeschnitten, dass dann nur noch der Versuch, der dann am Ende geklappt hat, drin ist. Ah! Okay. Hat das gereicht? Nein. Okay. Okay, reicht. Reicht, reicht, reicht. Okay, 6-4, zerstöre die 10 Itemboxen. Ach, herrje, im Block fort. So. Ey, kommst du woher? Dann. Okay, ich verstehe. Es sind auf jedem Block 2 Itemkisten drauf. Oder 4 auf jeder Etage. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es... Ja, okay, ich kann es eigentlich nochmal von vorn versuchen. Okay, das wird... Also ich glaube, wenn ich in unter einer Minute das alles schaffe, dann sollte das kein Problem sein. So...
Okay, die Hälfte nicht einmal 20 Sekunden. Nee. Nicht runterfallen, das ist das Wichtigste. 3, 2, 1. Ach, Mann. Also ich stelle mich... Je höher der Level, desto blöder stelle ich mich an. Gut, in Level 7 kann ich mich anstellen, wie ich will. Weil da muss ich dann einfach nur die Missionen schaffen. Doch, come on. So, 3, 2. Na? 3. Hachi Gesundheit. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt hier einen Cut reingesetzt habe, aber da hat es mich dann doch so arg in der Nase gekitzelt, dass ich dann mal einen fetten Nieser ablassen musste. So. Sechs, sieben. Ist auf dem roten noch was? Nee, aber auf dem blauen? Oh, danach fehlt ja nur noch einer. Wie fährt na der denn, bitteschön? Ah, da ist der zehnte. Komm her, komm. Ah, oh nein. Okay, ich verstehe. Du fährst immer gerne oben lang. Da muss ich schauen, dass ich dir da hinten irgendwo den Weg abschneide. Und zwar hier. Scheiße, es war mehr als eine Minute, aber es reicht für einen Stern. Okay, habe ich kein Problem mit. Fahr der Reihe nach durch die 8 nummerierten Tore. Ach, herrje. Okay. Wolkenpiste. Und ich muss hier... drüber. Ja, aber das dürfte doch wunderbar verlaufen. Und diese zweidimensionalen Objekte drehen sich mit. Okay, dass hier ein Shortcut war, hatte ich nicht mehr im Kopf tatsächlich, aber gut. Soll mir recht sein. 8 Tore. Ach, neuer Versuch, okay. Ja, wunderbar, okay. Gut, dann 6-6, 14 Drift-Turbos für eine Runde. Ach nö, Yoshis Piste, ne? Ah. Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht so viel sage, aber... Was hab ich denn da... Oh Gott. So, da haben wir ihn. Ah, ich frag mich bis heute, wie ich in der Mission 3 Sterne schaffen konnte. 40 Münzen, in welcher... Oh.
Oh, ich habe, glaube ich, verstanden. Ich muss hier eine bestimmte Form abfahren. Dabei, wenn es geht, nie von der Dingenskirchen treffen lassen, von den Zeigern. Okay, scheiß drauf. Die letzten 15 einfach random irgendwie einsammeln. Ohne dabei getroffen zu werden, ist halt das Wichtigste, ne? Okay. Reicht das für einen Stern? B. Wow. Also hier funktioniert ja... Hier will ja gar nichts richtig laufen. 2 und... Bam. Das muss jetzt aber reichen. Perfekt. So, noch... Okay. Vorletzte Mission in Level 6. Erreiche das Ziel vor Peach. So. Rückwärts. Ach, den Schlossgarten entlang fahren. Okay. Ach, hier sind... Ach Gott, hier sind ja Straßensperren. Und hier... Auch. Ich fange nochmal von vorne an, weil ich glaube, die Rundenzeit wäre nicht... optimal genug gewesen. So... Na, dann wollen wir mal an den Maulwürfen vorbei. So, dann bin ich jetzt wieder vorne. Ey, du dumme Kuh. Das war mein Item. Okay, so halb durch das Blumenbeet mit dem Stern geschafft und da vorne jetzt noch ein Item. Och, Herr Jemine. Und da hinten, zack. Gewonnen. B. Ach, halt doch die Klappe. Hoppala. So, geht doch. Ui. Setze Pilztoast ein, um den Eisbully dreimal von der Plattform zu stoßen. Oh, da ist er ja. Und wir spielen mit The Man. Ich glaube, das soll so ein bisschen auch von der Auswahl des Fahrers her ein bisschen an Mario 64D S angeknüpft sein. Wir mussten ja auch mit Luigi den großen Eisbully bekämpfen, um Wario zu befreien. Und zack. Das war die 1. 1, 2 und 3. Das war die 2.
Ah, du kleiner. Ah. Okay, so kann ich das eigentlich auch nochmal von vorne starten. Eine Ewigkeit später. So, das ist jetzt Versuch Nummer 4. Warum ich die anderen rausgeschnitten habe. Ja. Es ist so, ab dem dritten Versuch. Oder ab dem dritten Mal ihn ins Wasser zu stoßen. Entwickelt das Spiel oder der einen so großen Hass auf mich, dass einfach gar nichts von dem, was ich da eingebe, funktionieren will. Oder dass dieser Wichser hier in die Luft springt. Ja! Oh mein Gott. Bitte. Okay, ein Sternplatz. So. Ach, jetzt kommen schon wieder hier die Credits, oder was? Ja. Das, wundert mich jetzt ein bisschen. Na gut, ich werde die mal schnell überspringen. So, wir haben Level 7 freigespielt. Dann sehen wir uns auch das nächste Mal zu Level 7, zur letzten... Ja. Dingenskirchen, dann sehen wir uns das nächste Mal zur letzten Rennmission-Folge. Und danach Spiegelcup. Also, bis dahin, macht's gut und ciao.